So, ich würde sagen, wir ziehen uns Aljoscha und Yannick rein. Die haben ein Video über ihre Lieblingsmixes rausgebracht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und Yannick auf unserem Channel. Ja, finally bin ich auch mal wieder in einem Video zu sehen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr, wie ich mich freue. Heute geht es nämlich um ein ganz besonderes Thema. Und zwar stellen Yannick und ich unsere Top-Mixes aus dem Jahre 2020 vor. Das bedeutet, wir sind einfach mal durch unsere Fotobibliothek bzw. unsere Archive auf Instagram in den Stories durchgegangen. Haben geschaut, was haben wir letztes Jahr primär bzw. sehr, sehr gerne geraucht, was haben wir gerne zusammen gemixt. Das zeigen wir euch in dem Video. Part 1 ist meiner. Das Video ist dann quasi in den zweiten Part gesplittet, wo Yannick nochmal seine Top-Mixes euch zeigt. Bedeutet in also diesem Video. Also beide die erste Hälfte von 2020 in diesem Video. Genau, und ich fange einfach mal mit meinen Favorites an. Und zwar fangen wir an mit Januar. Da gab es einen kunterbunten Mix aus primär Must-Have-Flavern und Somo-Flavern. Bedeutet, ich habe häufig geraucht Wild Africa und Dragon Wall, 50-50 Mix. Okay. Ich muss sagen, Dragon Wall und Wild Africa waren beide nicht so krass für mich. Habe ich beide nicht so hart gefeiert. Also die vermisse ich jetzt nicht, aber es gibt viele Somo-Flavor, die ich heftig vermisse. Zweiter Mix, den ich damals auch sehr, sehr häufig geraucht habe, war Lime mit Space Flavor und Pinkman von Must Have. Rauche ich heute immer noch sehr, sehr gerne, auch wenn ich jetzt primär 100% Pinkman nehme. Also 100% Pinkman ist mir einfach zu süß. Ich kann den nicht pur rauchen. Machen wir weiter im Februar. Da gab es häufig den Mix aus Must Have Lime, Layalina Passion Fruit und Darkside Hola. Darkside Hola war über das komplette letzte Jahr hinweg, beziehungsweise sagen wir primär bis zu dem TPD2-Gesetz, primär mein Favorite. Aber dieser Mix war sehr, sehr nice, weil diese säuerliche Note vom Layalina Passion Fruit extrem nice die säuerliche Note des Limes und des Holas abgeholt hat. Und ich hatte noch einen anderen Mix, und zwar ohnehin den säuerlichen Maracuja von Somo habe ich extrem gefeiert. Und dann im Zusammenspiel mit dem Passion Fruit von Layalina, der einfach wie Essig im Hals gebrannt hat. Real Talk. Hört sich komisch an. Klingt auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Gehen wir dann rüber in den März. Im Übergang von Februar zu März war ich nämlich auf der Hooker Club Show in St. Petersburg. Wild. Da habe ich Ali auch so wirklich erst richtig kennengelernt. Also da sind wir mal so einen Tag zusammen über die Messe gelaufen und so. Und vorher hatte ich eigentlich mit Ali nicht wirklich was am Hut. Aber da habe ich ihn mal wirklich kennengelernt. Ich muss sagen, in echt noch viel korrekter als auf Insta oder auf YouTube. Bedeutet, ich habe dann natürlich ein paar Sachen mitgenommen aus Russland, die ich... Ja, da haben wir das eine oder andere... Ja. Mhm. ...dann natürlich auch in den nächsten Monaten häufiger geraucht habe und gemischt habe. Im März zum Beispiel habe ich dann angefangen mit Peach Killer und Famous Apple. Ist ein Mix aus Blackburn-Flavern gewesen. Peach Killer, sehr süßlicher Pfirsich, gemischt mit einem süßlichen grünen Apfel. Sehr geiler Mix, den ich sehr gefeiert habe. Außerdem, Element wurde auch sehr häufig gemischt. Und zwar hier Element Lychee in der Earth-Variante, einer meiner Favorite Lychee-Sorten. Und der Falling Star. Der Lychee von Element, der ist mir ein bisschen zu floral. Und sowas wie Peach Killer von Blackburn wieder. Und von Spectrum den Russian Raspberry, den ich extrem gut fand. Der ist mittlerweile natürlich auch schon leer. Ich glaube, der war schon direkt im März leer. Das ist einfach so eine richtig, richtig leckere Himbeermarmelade gewesen. Ich muss unbedingt noch mal gucken. Ich habe nämlich immer noch ein bisschen Blackburn. Ich muss den unbedingt mal rauchen. Das waren so die Sorten, auf die ich nicht so viel Bock hatte. Da war Honigmelone dabei, Brownie war dabei. Aber ich muss die einfach mal rauchen, weil Blackburn ist eigentlich schon ein geiles Zeug. Spectrum, Element, Blackburn waren so meine Favorites von der Hooker Club Show, die ich mitgenommen habe. Weiter geht's im April. Da habe ich die alten Somo-Flavor noch sehr, sehr gefeiert, beziehungsweise feiere ich immer noch. Leider gibt's sie ja nicht mehr, aber dafür gibt's den neuen Somo. Auf jeden Fall habe ich damals im April Dragon Ball und Splash Joy häufig noch gemixt. Und zwar war das im Juli 2019 der Mix Sicko Mode auf dem Wireless Festival. Als wir mit den Somo Boys auf dem Wireless Festival waren mit einem Stand, hatten wir so eine Karte, wo wir verschiedene Mixes angeboten haben und haben die Mixes jeweils nach verschiedenen Songs von Künstlern, die auf dem Wireless Festival aufgetreten sind, benannt. Bedeutet, die Mische, 50-50 war das, Dragon Ball mit Splash Joy, hieß Sicko Mode, und die habe ich im April wieder sehr, sehr krass gefeiert. Was ich auch gefeiert habe, muss man sagen, Tingle Tangle Purple. Tingle Tangle Purple war auch eines meiner Favorites. Habe ich tatsächlich auch sehr häufig mit Dragon Ball gemischt. Sehr, sehr geiles Brett gewesen. Wir sind immer noch im April. Da gab es dann für mich einen weiteren Favorite aus dem Hause Must Have, und zwar den Kiwi Smooth. Den Kiwi Smooth habe ich
primär pur geraucht, aber wenn ich ihn gemischt habe, dann... Ah, ich weiß immer noch nicht. Kiwi Smoothie, vielleicht hätte der auf Platz Nummer 5 gehört bei mir in der Top 10 von Must Have. Dann habe ich ihn häufig mit Strawberry Litchi auch von Must Have geraucht. Strawberry Litchi gibt es mittlerweile auch in Deutschland von Must Have. Gab es damals zu der Zeit auch nur aus Russland, weil ich den da mitgenommen habe. Sehr geile Mische. Machen wir weiter im Mai. Da wurde es dann ein bisschen konkreter. Und zwar habe ich seit Mai in meinen Insta-Story-Highlights was eingerichtet, und zwar die Mix-Series. Seitdem führe ich fast täglich neue Mixes in meinen Stories auf und füge die in diese Story-Highlights mit ein. Ich blende das hier auch nochmal mit ein. Seitdem gibt es quasi auch ein bisschen umfangreichere Mix-Sessions, die ich mit euch teilen möchte. Es hat dann angefangen mit einem Mix aus Wildberry, Ruby Forest und Glitch Iced Tea, jeweils von Darkside bzw. Starline. Es ist ein sehr, sehr krasser Mix gewesen. Es war schon sehr sommerlich Anfang Mai, würde ich sagen, und das war dann doch sehr erfrischend. Weiter ging es im Mai auch wieder mit Kiwi Smooth, damals noch gemischt mit Pinkman. Die rauche ich teilweise bzw. primär aktuell eher Mono, bedeutet ich rauche entweder Kiwi Smooth oder Pinkman. Damals war es so, dass ich, glaube ich, 50-50 gemischt habe. Ansonsten, wie gesagt, gerade schon Tingle Tangle Purple, sehr gefeiert. Habe ich hier gemixt mit Element Margarita, auch sehr nice gewesen, weil sommerliche Feelings, Tingle Tangle Purple mit einer frischen Margarita-Note und zum Schluss im Mai nochmal Kiwi Smooth mit Supernova. Kiwi Smooth muss ich nicht zu sagen, Supernova für den sommerlichen Vibe. Dann geht es weiter im Juni. Da habe ich dann wieder einen kunterbunten Mix aus Kiwi Smooth, Pinkman und Lime gehabt. Ist auch einfach eine sehr, sehr geile Mischung, die drei zusammen. Feiere ich auch den Mix. Oder ich habe auch Pinkman mit Space Flavor gemischt. Auch ein sehr geiler Mix gewesen. Und nochmal Kiwi Smooth mit Lime. Ihr seht schon, ich glaube, das wird hier immer mehr Must-Have. Also im Sommer habe ich tatsächlich viel, viel mehr. Fühle ich, aber ist bei mir sehr ähnlich tatsächlich. Ansonsten hoffe ich, dass euch meine Mixes gefallen haben. Bleibt jetzt dran, Yannick macht weiter. So, das ist jetzt der zweite Part von unseren Top-Mixes im Jahr 2020. Und ich würde sagen, ihr werdet jetzt mal meine Mixes kennenlernen, beziehungsweise welchen Tabak ich so im ersten halben Jahr gemixt habe. Und ich würde sagen, wir fangen an im Januar. Im Januar habe ich sehr viel Must-Have geraucht mit Maridan Tingle Tangle Purple und russischem Stuff. Das heißt, ich habe zum Beispiel Lemongrass von Element, von Duft habe ich verschiedenste Sorten geraucht. Ich habe die Sorten gerade gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall war einer der Mixes, beziehungsweise Mixes, die ich oft geraucht habe, Maridan Tingle Tangle Purple mit zum Beispiel Raspi von Must Have mit Pinkman von Must Have, und das war so die ersten Mischen im Januar. Im Februar ging es auch weiter mit sehr viel russischem Zeug, also Element, Spectrum, Duft habe ich dort auch sehr viel geraucht, aber was auch dazu kam, war eine Kismet-Mische, die ich auch heute noch empfehle, die tatsächlich sehr gut ist, und zwar ist es eine Kismet-Mische, und zwar Kismet Black Vanilla, Kismet Black Hazelnut und Kismet Black Cigar. Hierbei würde ich dann nehmen 50% oder 60% Black Vanilla, dann Black Hazelnut 30% und 10-20% den Black Cigar. Ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Mische. Ist keine cremige Mische, aber halt so eine Zigarre, Haselnuss und... Würzig, oder? Ich würde würzig sagen, glaube ich. Ist auf jeden Fall mega nice. Und mit meiner Favorite Kismet-Mische, die war auf jeden Fall im Februar ordentlich präsent und würde ich sagen, war meine Februar-Mische. Wie gesagt, ich habe im Februar auch noch sehr viel von den anderen Sachen gemischt, das heißt Must-Have, Maridan und so weiter. Aber das schieben wir mal jetzt auf den Januar. Und im Februar war die Kismet-Mische auf jeden Fall eine meiner Favorite-Mischen, die ich neu entdeckt habe. So, ich würde sagen, wir kommen direkt mal zum März, und zwar Aquamenta Tropical Gava mit verschiedenen Dark Blends gemischt. Das heißt, im März kam, glaube ich, der Tropical Gava von Aquamenta raus. Ihr kennt ihn alle, den Rock. Dafür, dass ich weder Energy noch Guave normal mag, war der Tropical Gava ein krasses Brett. Und Aquamenta hat den als Tabak rausgebracht und ich fand den sehr nice und habe ihn wirklich tatsächlich sehr viel gemischt. Also ich habe ihn gemischt mit Pinkman, mit Space Flavor, mit Raspi und noch mit vielen, vielen weiteren Sorten. Und ich habe auch ein paar Somo-Mixes am Start gehabt. Somo-Mix zum Beispiel Orange Chock mit Ginger Wine oder Splash Joy mit Peach. Also Splash Joy, ja. Orange Chock, wir kommen zum April. Und ich habe mir aufgeschrieben, Tingle Tangle Purple mit Pinkman, Raspi oder Space Flavor. Generell viele Dark Blends und Tingle Tangle Purple Mixes. Das heißt, ihr habt es vielleicht ja letztes Jahr bei mir gesehen, Tingle Tangle Purple hat mich... Hat Yannick echt in super vielen Mischen mit am Start, ne? Ich habe dort ein Kilo gehabt, habe den dementsprechend auch sehr viel gemischt und auch den Aquamenta Tropical Gava habe ich wirklich zuhauf geraucht. Also die beiden waren mixtechnisch ganz oben mit dabei. Auch die Must-Have-Sorten. Also ich habe ja aufgeschrieben, Tingle Tangle Purple mit Pinkman und Raspi. Den Mix habe ich tatsächlich in der ersten Jahreshälfte super oft gefunden. Aber ich würde sagen, im April
Grill habe ich den schon sehr oft geraucht. Als nächstes kommen wir zum Mai. Da wurde es schon ein bisschen wärmer. Und ich glaube, da hat auch Darkside wieder die Sorten rausgebracht. Fahrrad Darkside Reloaded. Im Mai kam auf jeden Fall das TPD-Gesetz oder ist in Kraft getreten. Das heißt, kein Minze mehr, kein Menthol mehr, kein Cooling mehr. Das war erstmal so ein großer Schlag in der Shisha-Szene. Beziehungsweise ja, safe. Ein großer Rückschlag. Aber im Nachhinein betrachtet war es eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich glaube, mittlerweile haben wir ja fast alle Sorten wieder zurück, die wir irgendwie krass vermissen könnten. Zumindest die meisten Sorten. Ich sag mal so, wenn jetzt noch der Holzer Grape Mint wiederkommt und so, dann ist für mich eigentlich halb so wild. Am schlimmsten ist eigentlich, dass es keinen Somo mehr gibt. Also den alten Somo. Und im Mai habe ich für mich den Mix Falling Star und Supernova rausgesucht oder Falling Star mit anderen Komponenten. Bei mir war auf jeden Fall Falling Star ganz oben mit dabei. Ich habe viel noch Wildberry von Darkside reingemischt, aber so generell würde ich sagen, der Falling Star mit Supernova oder Falling Star mit anderen Komponenten wurde bei mir sehr oft im Mai gemischt. So, als nächstes kommen wir zum Monat Juni und das ist auch der letzte Monat der ersten Jahreshälfte. Im Juni ist es, wie einige von euch vielleicht wissen, etwas wärmer. Das heißt, Supernova ist bei mir dort auch öfter mal zum Einsatz gekommen. Aber ich habe mir einen Mix rausgesucht, den es leider so nicht in Deutschland zu kaufen gibt. Und zwar besteht er aus drei Komponenten. Es ist der Nai Fire, der Nai Passion Blend und der Adaya Mr. Miyagi. Die Sorten haben wir, glaube ich, 2019 in Brasilien mitgenommen und ich habe die auch nochmal so bekommen und das war ein Mix, der es wirklich sehr in sich hatte. Ich glaube, alle Komponenten 33,3%, also ungefähr gleich aufgeteilt, beziehungsweise von dem Nai Fire noch ein bisschen weniger, weil er sehr frisch ist, aber dieser Mix, wenn ihr irgendwie drankommt, kann ich euch sehr ans Herz legen. Ist ein sehr wilder Mix und ist bei mir im Juni auf jeden Fall öfter gelaufen und ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, ich habe sehr viel Tingeltangel Purple, Must Have Raspi, Pinkman und ja, unter anderem auch Aquamenta Tropical Gaba gemischt. Das heißt, die Sorten wurden auf jeden Fall in der ersten Jahreshälfte sehr, sehr oft geraucht, sehr oft gemixt. Ich bin generell ein sehr bäriger Mensch, das werdet ihr auf jeden Fall. Ein sehr bäriger Mensch. Aha. Ich würde sagen, das waren meine Mixes in der ersten Jahreshälfte. Ja, nice. Ich hoffe, die Mixes. Auf jeden Fall, gutes Video. Kriegt einen Daumen nach oben.